mein Kumpel, hier ist wieder der Jens. Ich habe jetzt nochmal versucht mit meiner Kamera, ich habe ein paar Einstellungsänderungen durchgeführt. Das letzte Video zeigt ja die arme, traurige V60, die da irgendwo in der Gegend rumbaumelt oder steht und vergammelt und Stück für Stück geschlachtet wird. Das ist echt schade drum. Ich habe mal alle Türen zugemacht. Und jetzt bin ich hier. Ihr seht schon das Gleis. Und jetzt auf der anderen Seite. Da ist noch ein Signal, das zeigt auf Rot. Wahrscheinlich zeigt das schon ewig Rot. Ich weiß nicht, wo ich hier bin. Wenn irgendjemand kommt und mich ermahnen sollte oder ich Ärger bekommen sollte, weil ich hier rumhuppe. Ja, da vorne sind die ganzen Schwellen weggegammelt. Also von dem Gleis hier, was bis zu der Brücke hochgeht, sind alle Schwellen weggegammelt. Die Fotos lade ich nachher auch noch hoch. Also da fährt garantiert kein Zug mehr drauf, obwohl die Gleise eigentlich, die sehen aus, als ob sie noch genutzt werden. Ich weiß es nicht. Hier steht noch Wagen. Ich werde jetzt mal kurz meine Kamera wieder in die Hand nehmen. Hoffentlich bleibt das Ding jetzt an. Bitte bleib an. Bitte bleib an. Nicht ausgehen. Nicht ausgehen. So, jetzt. Wieder Rungwagen. Und da vorne sind ein paar Kohlewagen oder sowas ähnliches. Ich werde mal ein Stückchen laufen. Also wie gesagt, wenn jemand kommt, dann ja, werden wir ja sehen, was dann passiert. Vielleicht gehe ich dann Knast. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich bin einfach dem alten Gleis gefolgt. Und jetzt stehe ich schon irgendwo in der Botanik. Zwischen Espenheim, Böhlen und was weiß ich wo. Ja, und jetzt bin ich hier auf einem Gelände, wo Waggons abgestellt sind. Ach du Scheiße. Was? Hier bin ich jetzt? Was zum... Noch mehr Dostos? Leute, das muss ich mir näher angucken, da stehen Dostos. Aber das ist nicht Böhlen hier. Unmöglich, das kann nicht Böhlen sein. Das ist weiter drüben. Was zum Teufel, wo bin ich hier? Ich werde jetzt einfach mal den Streckenverlauf folgen. Das gibt es ja gar nicht. Noch mehr Dostos. Also das hier sind schon mal Schotterwagen oder Kieswagen oder sowas. Da ist ein Schotterwagen. Das selbst sind Ladewagen mit Kies und ach, was weiß ich. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Also mir persönlich gefallen die nicht. Darum habe ich auch solche nicht auf meiner Anlage. Zwei Achserwagen grundsätzlich fast gar nicht, weil ich sowas nicht brauche. Was zum Geier? Hä? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Wo bin ich hier? Leute, das sind die Dostos von Böhlen. Wieso stehen denn die jetzt hier? Was soll das? Was soll das? Wisst ihr was? Ich werde jetzt mal ganz schnell hier verschwinden, weil irgendwas ist ja faul. Das sieht mir aus, als ob das so Gelände ist, was noch voll einsatzbereit ist. Und ich habe keinen Bock, dass ich hier Ärger bekomme, wenn ich rumhuppe. Da könnte man denn eigentlich auch sagen, nee, das war auch nicht. Ich soll ruhig da hinten stehen bleiben, die kleine Rückschirrlock. Vielleicht findest du ja irgendwann mal Sammler und nimmst sie mit. Wird bestimmt lustig. Die ist ja direkt an der Straße irgendwo. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin ja völlig falsch. Hey Leute, die sind offen. Was zum Teufel? Okay, jetzt müsst ihr mal rüber. Die Tasten sind offen. Ich weiß nicht, wo ich da bin. Aber jetzt werde ich auf jeden Fall mal darüber gehen. Fahrrad mitnehmen. Upp. Oh, mein armes Fahrrad. Ganz schön was mitmachen.
habe heute keine Warnweste dabei, nur mal so zur Info. So, ich gehe mal in den Steuerwagen rein. Mal sehen, ob ich reinkomme. Das wird immer besser heute, ja. Das ist heute wirklich nicht normal. Ich werde mal gucken, wie ich reinkomme. Das ist doof, wenn es an der Bahnsteig steht, das Ding. Das ist der alte Steuerwagen vom Städte-Express. Ich weiß nicht, was das hier ist. Das ist erstmal eine Taschenlampe. Da steht. Also ich schalte bald die Kamera jetzt an. Ich werde wirklich Knopf drücken. Ding nicht dran. Haben wir uns schon wieder Zeug geklaut? In Dusi. Dusi, wachsam. Bleib wachsam. Ich weiß, das muss immer gedrückt werden, damit er weiterfahren kann. In Dusi Befehl. Ist das? Senden, Nieder, Stromabnehmer. Was? Hat das Ding Stromabnehmer? Nö. Komisch. Ach so, na klar, wenn das der Steuerwagen ist. Und hinten hängt eine E-Lok dran. Der sagt ja auch der Name, Steuerwagen. Kann man von hier aus den Stromabnehmer der E-Lok senken und heben. So, das soll wohl dann hier die Fahrstufen sein. Dass das dann nicht los wird. Aha. Okay. Hier war wahrscheinlich dann das Blatt, wohin fährt. Steht alles da. Aha. SIFA Zwangsbremsung. Ne, das wird wahrscheinlich hier nicht mehr passieren. 180 kann das Ding fahren. Konnte. Geschoben werden. Okay, Steuerwagen. Nicht schlecht. Wo ist mein Sitz? Soll ich losfahren? Nee. Oh, nicht schlecht, echt nicht schlecht. Was ist das hier? Weiß das einer, was das ist? Was macht das Ding? Nimm erstmal Platz. Ja, müsst ihr gleich losfahren. Ah, der arme Steuerwagen, jetzt tut mir richtig leid. Hätte nicht gedacht, dass ich hier mal rein kann in so ein Ding. Ich war ja hier noch nie drin. Okay, komm mal her. Leute, ich wollte nach Böhlen fahren, um diese Dostos zu filmen. Die stehen aber jetzt hier drüben in Espenheim. Anscheinend ist das Espenheim. Ich weiß nicht, wo ich hier bin. Es ist nur krass, dass ich jetzt hier rein kann. Oder es sind andere Wagen. Das kann natürlich auch sein. Komme ich in den nächsten Wagen rein? Nee. Da guck mal, die Verbindung ist nicht richtig hergestellt. Boah, der Schalter geklaut. Krass. Alle Schalter geklaut hier. Oder jemand von der Bahn. Also die von der Bahn haben sich die Schalter rausgemacht. Weil die kann man ja immerhin noch weiter verwenden. Ne? So, das ist interessant. Bin ich denn hier überhaupt am Dampf? Ach du Scheiße. Schaut mal rein, da steht noch eine Diesellok. Da steht noch eine Diesellok.
Scheiße, da steht noch eine Diesellok. Ja, ich glaube, es gibt bestimmt gleich Ärger. Es kommt jemand. Ich werde noch rausgehen. So einen Sitz könnte ich auf jeden Fall gebrauchen. Macht bestimmt bequem, wenn man sich da unten noch hier so eine Rolle dran macht, also so ein Teil und dann. Ich gehe mal hier wieder raus, dass es hier noch Ärger gibt. Heilige Scheiße. Wo bin ich hier? Ich gehe mal weiter. Auf jeden Fall sehe ich hier keine Überwachungskameras. Also jetzt habt ihr mal so einen Steuerwagen von innen gesehen. Ich habe das erste Mal so von innen gesehen, da war mir sogar eine Tür offen. Also das Gelände hier kenne ich gar nicht. Das sieht man nicht mal auf dem Google Earth. Ja, ich sehe keine Überwachungskameras. Das sind die Dostos-Freunde, die ich in Böhlen gesehen habe. Das sind die, eindeutig. Oder sind andere, keine Ahnung. Fakt ist, auf der anderen Seite stehen noch Loks. Habe ich ganz deutlich gesehen. Wahrscheinlich Rangierloks. Da steht da sogar noch eine Tigertrommel. Das wäre ja geil, ey. Folgen jetzt einfach mal hier den Wegelchen. Vielleicht hätte ich auf der anderen Seite lang laufen sollen, aber da seid ihr nicht besser. Da ist aber eine Tür offen, wie ich ja schon gesagt. Regio DB. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich hier lande, ne? Wenn ich dem Gleis folge. Jetzt sehe ich gerade, dass da noch Kesselwagen sind. Hier habe ich Bunsch gesehen. Naja, Kesselwagen habe ich schon genug gesehen. Das braucht man sich nicht mehr angucken. Kann ich wieder reingucken? Nee, brauchen wir nicht. Das ist ein ganz normaler BS-Bahnwagen, Silberling oder Rötling oder auch ein Wesel, was für einer hier. Naja, ein Mitteleinstiegswagen, so jetzt haben wir es aber. Aber hier ist ein Dostel offen. Da gehe ich schon rein. Ach geil, Steuerwagen, Dostel ist offen. Der alte Freund, der alte. Scheibe eingetroschen. Mal Platz nehmen. Geile Sache. Ja, Maurice, das ist dein toller Steuerwagen hier, den du so liebst. Ja, extra einen umgebaut hast von deinem Doppelstockwagen. Wird alles verschrottet. Was für eine Verschwendung. Wahnsinn. Nicht schlecht. Ich werde noch ein paar Fotos von hier machen. Das hätte ich wahrscheinlich von einer anderen Steuerwagen oben machen sollen. Aber das sieht ja fast genauso aus hier. Ne, ich drücke gar keinen Knopf. Nicht schlecht. Wir haben sich auch schon wieder bedient hier. Sinnlos ist das. Wahnsinn. Durchsage. Hier sitzt er dann und sagt, nächste Haltestelle. Ja. Krass.
nicht schlecht. Was war denn hier drin, Freunde? Können das mal sagen? Was war hier drin, was sie hier rausgebaut haben? Irgendein Computergerät. Auch sowas wie das hier? Das ist echt cool hier. Was willst du damit? Nützt dir eh bloß was, wenn du so einen Steuerwagen hast. Ja, zum Hinstellen vielleicht, aber... Nee. Oh Mann, die sehen auch so gut aus. Ey. Krass. Ja, Freunde, und das war meine Arbeit damals. Das kann ich euch jetzt nochmal zeichnen. Ich musste Folgendes machen. Gehe ich mal hier wieder rein. Ich habe ja mal beim Bahnreiniger gearbeitet. Ne? So, und da war meine Aufgabe. Es nannte sich Kipper. Ja, Kipper. Habe ich eine Mülltüte gehabt. Muss ich das hier aufmachen? Aushängen, das könnte man aushängen. Und mit einem Handschuh, mit Gummihandschuhen rein und dann in den Beutel rein. Dann habe ich einen Lappen und einen Eimer dabei gehabt und dann habe ich das hier so abwischen müssen. Und dann immer die Lehne runter machen. Ja. Hier geht es natürlich nicht. Aber bei den neueren, also bei den neuen IC-Wagen, auch Doppelstock, musste man dann die Lehne alle runter machen. Ja, zack, 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 auch beim ICE. Und das musste rasend schnell gehen. Und jetzt haben wir hier richtig schön Temperatur hier drin. Und jetzt stellt das mal vor, ihr kommt von 10 Grad minus im Winter in so einen warmen Bude, also in so einen warmen Wagen. Und müsst dann kurz das Ding putzen. Oben und unten. Habt dafür genau für jeden Wagen 10 Minuten Zeit. Da wisst ihr, wie ich kaputt gegangen bin. Wie ich hier gelitten habe. Aber das haben die nicht interessiert. Wow, das ist ja geil. Oh, das nehme ich mal mit. Ist bestimmt schon alt. Jetzt kann schon stauben, der Bude. Er wurde ewig nicht mehr bewegt. Oh Mann, ist der Dreck schon drin. Ah, was ist denn das für eine eklige Luft? Wow. Was ist denn das? Was ist das? Okay, da drüben fährt ein Schienentransporter. Oder was? Was ist denn das für ein komisches Zeug hier? Eklig. Was ist das? Boah, das stank, Leute. Wie Gips oder sowas. Boah, Sauerei. Der Steuerwagen, eingeklappte Scheibe. Naja, was ist sobald ausgeschlachtet das arme Ding. Ach, ich bin dreckig, ey. Ich muss hier raus. So, das war der alte Dosto. Ich gehe weiter. Auf der anderen Seite ist irgendwie gerade ein Zug gefahren. Ah, da ist auch noch einer offen. Kann nicht weitergehen. Ganz schön dreckig für den ganzen Wagen. Ah, das ist ja genial. Könnte ich eigentlich abkürzen. Da drüben stehen auch Loks. Ja, das wisst ihr. Schrottlops. Ich
Pferd auf die Gleise nicht hungern habe, das Ganze vergessen. Da gehe ich lieber nochmal zurück und dann von der anderen Seite von dem Kohlewagen dann auf der Seite lang, wo die Blocks stehen, wenn ich da rankomme. Die waren anscheinend alle mal grün gewesen. Denn die haben nämlich dieses Design der alten Doppelstockwagen, als sie noch grün gewesen sind. Die haben die Teile tatsächlich alle nur umlackiert. Genau wie das damals war, als ich Bahnreiniger gemacht habe und habe so einen neuen IC-Wagen gereinigt. Kennt ihr ja, die mit den weißen, mit den roten Streifen in der ICE-Lackierung. Und da war das nämlich auch so, dass innen drin alles ausgesehen hat wie in der Regio-Wagen. Ne? Also gehe ich mal davon aus, die haben nichts weiter gemacht, als die ganzen Buden hier drüber geduscht und dann so, stelle ich mein Fahrrad hier her und warte, bis das Ding abfährt. Dann können wir lange warten. Gut. So, Freunde. Ich werde jetzt erstmal die Kamera ausschalten, Leute. Und versuche nochmal an die Loks ranzukommen, die auf dem dritten Gleis stehen. Wenn irgendjemand kommen sollte und sich beschweren oder ich Ärger bekomme, habe ich halt Pech gehabt. Ich habe es aber gemacht, weil ich es mir selber angucken wollte. Ich mache jetzt noch ein paar Bilder von den Steuerwagen, von dem alten. Und dann gehe ich mal da vorne hin, wo die Straße ist und dann auf das andere Gleis, wo die Loks stehen. Mal sehen, ob ich rankomme. Dann sollst du Fahrschalter oder heben. Und ich habe ja heute wirklich genug gemacht. Oder genug gefilmt. Aber ich muss sagen, ich habe es nicht bereut, nicht nach Gera gefahren zu sein. Also, dass ich nicht nach Gera gefahren bin. Das Wetter hält sich jetzt anscheinend. Und ja, wir sehen uns gleich. Tschüss, Leute.